Hey, hallihallo, der Brunnmann ist wieder da und heute, ja, Allerheiligen steht vor der Türe, möchte ich dir zeigen, wie du eine schöne Grabdeko mit einer Grabkerze, mit einem Grablicht selber machen kannst. Ja, es ist eine schlichte, schöne Idee, die auch etwas länger bleibt, mit verschiedenen Trockenmaterialien, aber auch mit deinem Herz, dem Zeichen der Liebe für die Person, für die du die Grabkerze anzündest. Das ist eine Winterdeko-Idee für die Grabstätte und ich habe da so ein ganz kostengünstiges Tongefäß genommen und stecke da den Steckschraum mal rein. Ja, man kann natürlich immer sagen, fülle diese Steckmasse mit Wasser auf, damit sie nicht austrocknet. Ich habe da gedacht, ich nehme da mal kein Wasser, weil oftmals auch für den Transport suboptimal ist, wenn Wasser dabei ist, weil das lädt ja jedes Mal auf. Und dadurch gieße einfach das Gefäß mit Wasser auf, wenn du bei der Grabstätte angekommen bist. Das ist am einfachsten. Also, ich habe da verschiedene Koniferen, besser gesagt einmal Thuja und habe Efeu. Efeu ist ja was vom Tollsten, wenn sie da schon so schöne Beeren dran haben. Und ich stecke dieses Grünmaterial mal außen rum rein. Wichtig ist, alles Material immer schön von Blättern befreien, damit wir auf der sicheren Seite sind, dass die Materialien, die wir ins Gefäß reinstecken, auch gut halten. Und was auch ganz wichtig ist, jeder Stiel schön einzeln mit dem Messer anschneiden. So sind wir auf der sichersten Seite, dass auch das Grünmaterial schön bleibt. Wenn du so Efeu ringsum steckst, kannst du auch vorne einfach den Spitz mal abschneiden und dann einstecken. Das sollte auch gut funktionieren. So. Wir haben mal so einen klitzekleinen Teppich vorbereitet für das Grablicht. Und jetzt fragst du dich sicher, ja, wie fixieren wir das Grablicht? Ich habe da Oasis Fix. Das ist so ein Kitband, was Wunderbares, das sehr gut funktioniert zum Kerzen fixieren, aber natürlich auch zum Grabkerzen montieren. Und ich lege da um diese Grabkerze ringsum mal so ein Stück von diesem Band Fix. Oasis Fix, Bandkett sagt man auch in der Umgangssprache. Und dann mache ich da mal so zwei Stücke. Jetzt müsste ich eigentlich die Flachzange haben, aber auch die habe ich nicht da. Nehmen wir die Spitzzange und verdrehen diesen Draht mal auf der einen Seite. Würde ich besser die Flachzange holen gehen? Nein, ich glaube, es funktioniert so. So, jetzt siehst du, schneide mal da die Drähte etwas zurück. Das hält mit dem Bandkit super gut. Und nur haben wir die Kerze auch schön eingepackt. Jetzt ist natürlich wichtig, dass wir mit Blätter und Grünmaterial mal diesen Bandfix, Oasisfix Bandkit ein wenig eindecken, abdecken. Der Vorteil ist ja auch dieser, die Kerze, die ist ja feuersicher und das ist auch super gut. So können wir diese Kreation auch gut auf den Friedhof stellen. Was ich ganz gerne habe, ist so die Zäpfen. Die kann man super gut auch brauchen, damit man die Naturmaterialien oder so wie zum Beispiel jetzt da das Euphorbia spinosa Holz auch gut in der Kreation fixieren können. Also ich kann da jetzt so ein wenig das Ganze verspielt machen. Und kann anschließend da
mit dem angedrahten Zapfen die Materialien schön fixieren. Da muss ich auch nicht mehr Angst haben, dass da was rausrutscht. Ich habe da zum Beispiel, was sich auch super gut eignet, so für Trockenkreation, die Lotuskapseln. Dann haben wir da eine Protea. Dann, was auch super schön ist, sind so gefärbte Disteln. Wichtig ist, dass wir darauf achten, dass die Drähte nicht zu lang sind, weil sonst haben wir dann plötzlich ein Problem, dass wir die Plastikschicht, die wir da extra vorbereitet haben, durchtrennen. Und somit ja, haben wir das Wasser, das dann immer rausläuft. Ich habe da noch so eine Protea. Die kann ich da so am Stiel unten fixieren. Dann haben wir das Herz, das ich schon angekündigt habe. Und du kannst natürlich ganz viele verschiedene Naturmaterialien verwenden, die gerade so zur Verfügung stehen, und mit diesen Materialien eine ganz schöne allerheiligen Dekoration machen. Ich nehme jetzt zum Abschluss da nochmals etwa zwei Efeuranken und überspiele das Ganze nochmals ein wenig, so dass es noch etwas mehr Höhen und Tiefen gibt, nicht dass wir da das Ganze so stur haben, sondern dass wir die Kreation wirklich mit Liebe und Leidenschaft gemacht haben. Wenn ich dann am Schluss merke, da ist etwas nicht so gut fixiert, kann ich das immer noch so schön reindrehen und dann hält auch dieses Material. So, ich hoffe, kannst für deine Liebsten auf die Grabstätte was Tolles zaubern. Mit ganz wenig Material etwas Schönes für die Winterdeko auf die Grabstätte machen. Mit deinem Herz für die Liebe, mit Zapfen, mit gefärbten Fruchtständen, mit Protea hast du schwuppdiwupps eine ganz schöne Grabdeko zum selber machen gefertigt. Als Gefäß werde ich dir, nehme etwas ganz Einfaches, Kostengünstiges, es braucht da nicht viel, dass du investieren musst. Ja, dann sage ich einfach wieder tschüss und weg, sagt der Blumenmann. Bis zum nächsten Mal wieder.